Gott. Monster AG Sully Hausschuhe. Ich muss sie haben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Disney Dreamlight Valley. Vielen Dank, dass du da draußen wieder dabei bist. Und danke an alle, die das letzte Video mit einer positiven Bewertung bewertet haben. Das ist so cool. Ja, wir haben wieder zu tun. Und zwar habt ihr ja in dem Shot gesehen, jemand hat Wally's Garten ruiniert. Und dabei haben wir eine Kaffeetasse gefunden. Und die müssen wir ihm jetzt bringen. Davon ist er. Oh, süßes. Guck mal, Wally, was ist das? Ist wieder eine Stitch-Quest. Ist daher noch etwas verbuggt. Vorsicht. Ein wieder bösen Check. Böse Meta-Check. Übrigens haben wir hier noch ein paar Dinger, die wir jetzt noch öffnen. Das sind die, die aus dem Schloss sind. Von den Weihnachtsgeschenken. Tentakellampe, die haben wir wohl gerade bekommen. Stuhl für Weihnachtsfest mal wieder. Ein Besteck. Und festlicher Ohrreif mit Schneeflocken von 2022. Nice, nehmen wir mit. Und ihr seht, wir haben ganz, ganz viele Kürbisse. Liegt daran, viele fragen immer noch, auch bei anderen Online-Shots in den Kommentaren, wie kriegen wir Geld? Das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar habe ich einen Garten bei mir vor dem Haus. Da passen 120 Felder hin. Das heißt, aus 120 Kürbissen haben wir 222 Kürbisse bekommen mit einem hohen Gärtner zusammen. Wenn wir die jetzt verkaufen, das verkaufen wir auch, das brauchen wir nicht mehr, kriegen wir 147.000. Und so kommt man in diesem Spiel sehr gut an Geld. So, Stitch. Aha. Ich sehe dich. Komm und sprich mit mir. Stitch, du sollst dich schämen. Bist du schnell Kaffee? Kaffee! Jetzt ist dieses typische Matschkuchen. Kennt ihr noch aus Kinderzeiten? Wir haben Matschkuchen gebacken. Stitch hat Matschkaffee gemacht. Bohnen an Bäume gewachsen. Genau, Wally, wichtige Mission. Kaffee. Wally, wo bist du? Wir brauchen Kaffee. Wir sind so froh, dass du hier bist. Ja, ich auch. Da, wichtiger Charakter. Alter, der einzige hier, den ich wirklich mag. Wally. Kaffee. Stitch hat seinen Kaffee vermisst. Ganz einfach.
eine Liste auf alles, was ich brauche. Ach, natürlich ist es eine Liste. Natürlich. So, was braucht er denn? Ihr wollt mich jetzt. Ist es doch nicht. Ah! Möbel haben wir, okay. Sammeln. Kieselsteine und Lehm. Wie kriegt man nochmal Kieselsteine? Kieselsteine kriegt man aus der Erde, ne? Ist da nicht doch noch welche? Lehm können wir jetzt ganz einfach farmen. Das ist ja jetzt simpel. Da sind Kiesel. Nein. Nein. Da war aber auch Lehm drin. Da ist noch mehr Lehm. Lehm haben wir eigentlich. Aber Lehm können wir uns auch super jetzt auf der Ebene farmen. Dann nutzen wir das lieber, um es da ein bisschen sauberer zu machen. Oh. Wir haben genug Kiesel. Wie gesagt, den Lehm fahren wir uns, weil dabei können wir auch direkt die Ebene ein bisschen sauberer machen. Dafür brauchen wir unsere Schaufel. Diese Schaufel hätte ich übrigens schon gerne gehabt, als ich Minis dämliche Quest gemacht habe. Mit den, oh hey, wir brauchen eine Dorfuhr. Hier, ich brauche nur 200 Leben. Mini. Teufelsmaus. Hülse, Nachtdornen, ja, ich weiß. Ich sag's jedes Mal, aber irgendwann muss ich hier mal überall Ordnung schaffen. Da fange ich ja gerade schon mit an, ne? Das ist schon mal ein guter Anfang. Also Knochen wegmachen. Ups. Oh, die Kiesel. Wie viele Gnus hat der denn gefressen? So, wir haben allen Lehm. Sehr schön. Lehmann. Könnte ich mal wieder was anderes einpflanzen. Moin, Wally. Das ging schnell. Take it to the crafting station with everything I gathered. Blade of Trust. Weg, weg. Ich wollte eigentlich hier vor meinem Haus sein, damit ich mir so eine schöne Kaffeeplantage bauen kann.
auch wieder hier ein bisschen, ne? Oh, also hier. Irgendwann muss ich mal Ordnung in dem Ding machen. Irgendwann, ich sag's immer, aber irgendwann mache ich's wirklich. Der Lichtung des Vertrauens, das war doch das Ding hier unten, oder? Nee. Da. Schön im Sumpf. Hier sieht's gut aus. So, das wird jetzt wieder etwas dauern. Dann haben wir Kaffee. Aha. Ich guck mal eben, wie sieht's denn sonst so aus? Woody müssen wir noch auf Level 10 bekommen. Da arbeite ich bereits dran. Es sollte ingame bald soweit sein. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und sehen uns dann für euch gleich, für mich in ein paar Tagen weiter. Wenn wir Woody auf Level 10 machen, der ist jetzt schon, hier. Stitch ist bald. Woody braucht nur noch ein bisschen. Das machen wir noch und dann sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Also bis gleich. Hier ist der kleine Schnitt dann. So, und da sind wir auch schon wieder. Wie gesagt, für euch nur einen Moment. Für mich sind 2 Tage vergangen. Und da haben wir eine Kaffeebohne. Kaffeesamen. Okay, haben wir. Und Stitch. Sonnige Ebenen. Gut. Hinter. So, eigentlich war ich die letzten Tage nur on, um zu sehen, ob die Kaffeebohne da war. Und zu gucken, ob die letzten Kleintiere, die mir noch fehlen. Aber leider bisher noch nicht. Kaffee! Boah, ich bräuchte jetzt auch einen Kaffee. So, Remy, du warst doch gerade hier. Woody's Quest, da, ja. Junge, wie schnell ist der Ratterich? Ey, Uschi. Hallo. Hab ich dich. Gute Nachricht, es gibt Kaffee. Hey, du bist es. Ah, das ist wieder immer noch nicht geupdatet. My friend, you will have a latte in no time. Ich werde Stitch mal eine Latte geben. Mocker. Kennt ihr da draußen die Rotkäppchen-Verschwörung? Danke.
Ist ein großartiger deutscher Film. Da gibt es ein Eichhörnchen. Eichhörnchen, das total überdreht ist. Und dem geben sie halt Kaffee. Das Ding geht einfach ab wie sonst was. Koch an einer Kochstation etwas Kaffee für Stitch. So, gucken wir doch mal. Erstmal die letzte Zutat hier, ja. Wird jetzt überall wachsen auf der Lichtung des Vertrauens. Okay. Kriegt irgendwann eine kleine Kaffeeplantage. So, da. Frage ich, wie man einen Mokka macht. Ja, mit Milch und Schokolade, das ist mir klar. Auch die Kakaobohne dafür nehmen. Moin Elsie, wir müssen Kaffee machen. Rein in mein unaufgeräumtes Haus. Kaffee. Mal sehen, wir haben es gerade real life. Gleich 20 vor 8. Ich nehme das also von meiner anderen Arbeit gerade auf. Perfekte Zeit für einen Kaffee. Stitch! Muss ihn abfangen. Halt, stopp. Stoppet. Hier, knall rein, Junge. Hilf dir. Frisch gekochter. Oh yeah. Okay, da. Das Ganze mit deiner Energie im Dorf helfen. Stelle ich mir gerade vor, das Dorf kriegt jetzt Kabelfaser und Strom und alles. Einfach nur, weil sie Stitch in so ein Laufrad stecken, so ein Hamsterlaufrad. Semi-Das Stitch ist fertig. Sehr schön. Gucken wir mal, haben wir was schon auf Level 10? Neues Gericht, ja, Käffchen. Stitch 7. Und ihm die Zehner. Nimm mir deine Quest direkt an. Ja. Du leider tun kannst, etwas bei dem du entspannst. Fernsehen ist ein super Hobby. Kein Problem, reparieren wir.
zum Basteln, Goldbarren und Glas. Ist gut, danke. Glas. Nehmen wir auch mal eben Bullies Quest an. Entschuldigung, könntest du mal kurz herkommen? Danke fürs Vorbeikommen. Ich weiß jetzt, was die Lichter beim Karussell los ist. Ja. Nachher sind versucht herauszufinden, warum die Lichter nicht funktionieren. Bis bald, Partner. So, das können wir ja machen. Das ist ja kein Ding für den King. Weil für Stitchy müssen wir wieder farmen. Da ist die Spielzeugkiste. Eine Spielzeugkiste voller Kindheitserinnerungen der Dorfbewohner. Schalte die Lichter im Karussell ein. Liebes. Ich meine jetzt Magie bei der Arbeit zu sehen. Natürlich Merlins Magie. Und Merlins Magie ist teuer wie Produkte mit einem angefressenen Apfel. Immer. Wow, howdy! Nicht das Haushalt werden von den Kindheitserinnerungen der Dorfbewohner gespeist. Hohoho, ja! Yeah. Ja, perfekt. Ariel, Christoph und Vajana. Bis bald, Partner. So. Ariel ist da, Vajana ist da, die kommt gerade hoch, Christoph ist da. Yay. Hey, könntest du mir helfen? Wow. Doch, doch, riecht man, riecht man. Danke. Bis bald. Vielen Dank. Das scheint ja schnell zu laufen. Kiste, Geldkiste. Du musst fürs nächste Event sparen. Du hier, großartig, denn wir haben viel zu tun. Wir ja nicht versuchen, unser Karussell zu reparieren. Manny hat eine Spielzeugkiste verzaubert. Wir brauchen Kindheitserinnerungen, damit sie wieder funktioniert. Kurz und knapp. Muschelhorn. Super.
Ja. Ariel ist zu Hause. Ist so leer hier unten, seit ich Donald umgezogen habe. Oh, du bist es. Ja, ich bin es. Genau das Richtige. Schöner Wurlitzer. Ja, ich habe dir Beine gemacht. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Mir ist aufgefallen, die hat jetzt zwar eine Menge Schrott liegen, ne? Aber kein Bett. Oder so. Das pennt so sicher bei Eric. Woody Woodpecker. Du rennst gerade wieder rum, ich sehe es doch. Ich habe mein Auge auf meine Dorfbewohner. Vorsicht, Woody, Feuer heiß. Entschuldigung, könntest du mal kurz herkommen? Ja, hier. Guck mal, ne? Drei lustige Spielsachen. Fürs Vorbeikommen. Großartige Idee. Oh nein. Es hätte so einfach sein können. Es hätte so einfach sein können. Und ich muss wieder Baumwolle anpflanzen. Ja, ich bin nur noch müde. Christophs Laden mal eben checken. Ich nehme die mit. Sicherheitshalber nehme ich das auch mal mit. Goldbarrenglas. Teile zum Basteln. Glasseil, Baumwolle, Weichholz. Ja. Gut, anscheinend sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Sie kommt, sobald ich das alles gefarbt habe. Also bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Projekt gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Reingerockt.